Das ist die Plattform No Budget, das ist ein unabhängiges Filmfestival in Tübingen. Das findet seit 10 Jahren statt. Mhm. Eigentlich fast immer hier im Haus, das ist Leibniz-Haus. Mhm. Wir sind ein selbstverwaltetes Haus mit 30 Leuten und 2 Katzen und leider keinen Kindern. Und ich denke, das ist so die Richtung, die es nimmt. Also Kurzfilme auf der einen Seite und aber auch zunehmend Medienkunstinstallationen, auch politische Vorträge. Und wo kommen die Filme überall her, die gezeigt werden? Das ist ganz unterschiedlich. Wir machen einen Call, der wird vor allen Dingen über den Verteiler verschickt, verschiedenste auch an Kunsthochschulen, an Filmschulen, aber auch über Hausprojekte, Verteiler und so weiter. Und die kommen eigentlich hauptsächlich aus Deutschland und Europa. Also internationale haben wir manchmal wirklich außereuropäische, aber eher selten. Und das Team, wie setzt sich das zusammen? Also euer bunt, Team? Bunt. Möglichst bunt. So, also es sind alle eingeladen mitzumachen. Wir freuen uns wirklich ganz arg über Nachwuchs und jeder kann sich einbringen mit was auch immer er oder sie will. Haus, also gehört euch das? Oder kannst du noch kurz über das Haus was sagen? Leider gehört es uns nicht. Also wie ihr gesehen habt, ist eine alte Villa, eine Privatvilla und wir würden es ganz arg gerne selber haben, aber das ist gerade im Land und wir verwalten uns aber selbst und bestimmen. Gestalten uns einen Lebens- und Freiraum, in dem wir versuchen, uns miteinander wohlzufühlen und weiterzuentwickeln. Danke.